Ja, und hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Beat Buddy Tale of the Guardians. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier überhaupt das letzte Mal waren. Ich weiß nur noch, dass wir diesen wunderbaren Fernangriff hatten. Ah, ich glaube, da rechts unten in dem Rohr ging es weiter. Deswegen schauen wir jetzt erstmal hier hoch. Okay, es scheint doch hier einigermaßen weiterzugehen. Und da rechts ist so ein versteckter Sound, habe ich gerade noch so im Ohrenwinkel gehört. Aber wo geht's hier hin? Hier über die Sackgasse, alles klar. So. Läuft ja schon mal ganz gut hier. Ja, zu dem Sound schauen wir gleich hin. Ich will zuerst noch wissen, was hier unten ist. Aber außer einem großen Nichts scheint hier erstmal nicht so wirklich was zu sein. Dann schauen wir jetzt, würde ich mal sagen, hier hoch. So. Was? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Nein, da wollte ich immer noch nicht hin. Naja, egal. Wo müssen wir dann hin? Oh Mann. Ach so, wir müssen wahrscheinlich einfach nur den hier machen. Ah, und jetzt komme ich hier unten wahrscheinlich nach oben. Also, wenn ihr versteht, was ich meine. So, hier rein und... Ach so, nee. Links geht's ja von links her, logischerweise. So, haha. Hehehe. Ja, da konnten wir euch ein bisschen übers Ohr legen. Legen, glaube ich. So, jetzt können wir das ja nochmal umlegen. Ah, und jetzt kommen wir da unten durch. Alles klärchen. Daher auch diese tolle Pflanze, die uns jetzt hier unten wieder ausspuckt. Nein, hier müssen wir noch nicht rein, sondern erst hier unten. So. Und jetzt können wir nämlich hier rüber und ich sehe schon wieder Wächter. Was? Wie kommt der jetzt auf einmal hier rein? So. Und eins. Doch nicht. Hä? Hä? Ich kapiere dieses System einfach nicht. Ja, sorry, aber ich muss hier jetzt gerade mal so durch. Oh, ja, natürlich. Ich frage mich, wo wir hin müssen im Endeffekt. Hä? Nein, fall doch nicht runter. Und schon gleich gar nicht da hinten. Ach so, wir haben... Alter, ich blick da überhaupt nicht durch, wo wir irgendwo... Nein. Das darf nicht wahr sein. Wir waren so knapp vorm Ziel jetzt, ernsthaft? So. Jetzt sind ja die Hüte hier zum Glück schon weg. Das heißt, wir hatten hier jetzt ein bisschen einfacheres Spiel.
Die Lampen sind grün und wir alle wissen, was das heißt. Wir können nun da oben durch. Juhu. Noch ein bisschen Leben abholen, bevor es jetzt letzten Endes hier nach oben geht. So, zum Checkpoint und die Lampen sind grün daher. Licht grün, grün, toll. Ja, und jetzt können wir hier auch durch. Ach ja, der Prinz Maestro. Meine lieben Symphonianer, zusammen mit meinen zwei neuen Freundinnen werde ich ein absolut ungefährliches und umweltfreundliches Ritual durchführen. Danach habe ich die absolute Macht über Symphonias Musik. Aber da ihr mein Volk seid, findet ihr das trotzdem super toll. Meine Bongos werden bis in alle Ewigkeit spielen. So, die Frage ist jetzt, wie können wir das verhindern? Hier hoch können wir logischerweise nicht. Ach so, hier können wir gar nicht durch. Alles klar, das heißt, wir müssen jetzt hier nach unten. Ja, okay, dann schnappen wir uns einfach mal eins. Ach, wir brauchen das Richtige, oder wie? Legen wir das hier mal hierher. Anscheinend brauchen wir echt hier von den ganzen Viechern, die hier unten liegen, das eine Richtige. Ja, das kann ja heiter werden hier. Das ist nicht... Nö. Das nächste bitte. Es sind ja nur noch 7 oder 8 oder so. Okay, das scheint es auch nicht zu sein. Also ich hoffe mal, dass ich mit meiner Vermutung jetzt richtig liege, weil ansonsten ist das jetzt hier der größte Fail auf Erden. So, das ist auch nicht. Naja, wir haben ja nur noch 4. Hey, die Dinger platzen trotzdem munter weiter. Oh oh. Also ich hoffe jetzt, dass... Ah, das ist es. Zum Glück. Eigentlich hätte ich mir gleich denken können, dass da irgendein Haken an der Sache ist. Na? So. Alter, die Fernattacke ist super. Inzwischen liebe ich die so sehr. Wie meine eigene Frau. Ja gut, ich bin nicht verheiratet, aber... Wenn ich eine Frau hätte... Alter! Sollen wir da wirklich durchkommen? Ich schaue erstmal hier unten rein. Hier finde ich es nämlich eh viel interessanter, ehrlich gesagt. Ach ja, stimmt, da war ja was. Da müssen wir jetzt zuerst mit so einem Dings dagegen. Können wir also nicht. Schauen wir einfach ins nächste. Ah, guck mal. So, 4-mal getroffen und gewonnen. So, alles noch schön drauf einsammeln. Tja, natürlich, ich hätte es fast vergessen. Wir müssen das Ding dann natürlich auch drauf richten. So. Und 1, 2, 3, 4. Ah, jetzt sind... Ne, jetzt ist ein... Ach du... Wir müssen alle Rohre ausschalten, damit wir da durchkommen. Alles klar. So.
so. Eins nach dem anderen. Na, komm schon, jawohl. Ja gut, Leben brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Nummer 2. Mich würde mal interessieren, ob die Reihenfolge festgelegt ist. Also praktisch, also ob die Rohr, jedes Rohr ein bestimmtes Gate hier auslöst, hier rechts. Oder aber ob das einfach so ist, dass die von hinten nach vorne einfach aufgehen. Okay, da oben schauen wir auf alle Fälle noch hin. Hä? So, bei den Soundstations immer allerhöchste Konzentration. Was? Nein! Ja gut, die geht eh in die Luft, also... Naja. Ah, ich verstehe. Ich muss also erstmal hier nach oben hin. Ah, da links oben läuft sogar die Zeit mit. Finde ich ja cool. Heißt also, ich muss erstmal hier oben lang. Das muss mir ja jemand davor sagen. Halt. Oh. Ja, irgendwo muss ich aber dann die Dings noch umschalten können, oder? Wie soll ich jetzt da sonst reinkommen? Oder ist das die Röhre hier? Und dann hier so durch und bum 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 und dann hier einsetzen. Alles klar. Okay, es wird eine Herausforderung, aber mal sehen. Also schnappen hier runter, hier in die Röhre rein. Hier nach oben, nach unten, nach links, bum, 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 bum und so weiter und einsetzen. Ja gut, da war jetzt eigentlich nicht so schwer, muss ich zugeben. Ah, und da ist auch die Antwort auf meine Frage. Jedes Dings hat sein zugewiesenes Gate. Alles klar. Jetzt kommt nur noch mal der schwerste Teil, leider Gottes. Nein! Ah! Nur weil ich da irgendwo an den Texturen oder sowas hängen geblieben bin. Ja, das will ich aber auch meinen, dass du ausgehst. Ja, flieg doch! Ah! Der bleibt da immer an den blöden Viechern hängen. Das ist unglaublich. Also sowas Unagiles habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Unglaublich. Seht ihr das? Seht ihr das? Es ist echt scheiße, wenn man nur ein 1,5 Sekunden Zeitfenster hat. Und damit zum Betonklotz da einfach mal weiterkommen soll. Ja, mach doch. Leck mich doch am Arsch, Alter. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Also, wie lange wir jetzt hier noch für brauchen. Zurück auch gleich nochmal. Ja klar, warum denn auch nicht?